Hallo zusammen hier auf meinem Kanal Nails Coffee and Tea. Ich begrüße euch und ja, heute geht es weiter mit der Edelsteinreihe, die wir auf die Nägel zaubern wollen. Heute Thema Amethyst, Farbenspektrum Bereich Lila, auf und ab, in hellen Nuancen, in dunklen Nuancen habe ich hier mir auf der Mischpalette schon abgelegt. Ich habe auch schon diese zwei Tipps gestaltet für euch und wir machen jetzt einen zusammen. Dazu nehme ich euch natürlich ganz gerne mit. Und ja, was habe ich benutzt? Ich bin hier einmal auf ein Chrome Glam Gel gegangen in Lila. Das hat lila silbrige Partikel, wunderschöne Geschichte für das Design. Außerdem brauchen wir ein Glasgel in Lila. Glasgele, wer welche hat, wer keine hat, einen Grundton in Lila und mit einem klaren Gel aufgemischt, so dass es dann leicht transparent ist. Das Ganze habe ich mir, diesen Grundton habe ich mir noch aufgemischt mit Weiß, so ist dieses dann entstanden. Ein Weiß sowieso bitte ablegen auf der Palette. Dann braucht ihr ein dünn fließendes Haftgel oder Versiegelungsgel mit Inhibitionsschicht. Die benötigen wir im Zwischenstep, da wir wieder in der Sandwich-Technik das Ganze aufbauen. Ja, und dann noch ein standfestes Gel in klar und somit könnten wir eigentlich auch schon starten. Ich nehme euch mit, wünsche euch ganz viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch bitte ein Abo da oder ein Däumchen nach oben. Und worüber ich mich riesig freue, sind Kommentare, die auch mit Sicherheit schnellstmöglich beantwortet werden. Und wenn da Fragen gestellt werden, freue ich mich umso mehr, wenn ich jemandem weiterhelfen kann. Also los geht's! So, mein Tipp ist schon hier vorbereitet, Naturnagelvorbereitung, ihr wisst Bescheid, da sage ich jetzt nichts zu. Es gibt so viele Videos, da muss ich jetzt nicht auch noch eine Erklärung für abgeben. So, aber wie gesagt, spezielle Fragen, einfach in die Kommis unten rein. Ich werde gucken, was ich für euch tun kann in der Beantwortung. Ja, also, wir starten mit, ich ziehe das mal ein bisschen hier rüber, damit ihr es auch gut sehen könnt. Wir starten jetzt in diesem Fall hier mit diesem wunderbaren Ton. Den Glimmerpartikeln arbeiten wieder ganz wild wie beim ersten Design, was ich euch gezeigt habe, die Folge 1 der Opal. Schaut da gern vorbei. Wer es noch nicht gesehen hat, das ist quasi die Folge 2, die ich jetzt hier für euch abfilme. Es kommt noch zwei weitere Folgen in Sachen Edelsteintechnik. Und ja, jetzt hängen wir hier erstmal beim Amethyst fest. Gut, nächster Ton ist jetzt dieses Glasgel, welches ja eine leichte Transparenz hat. Wie gesagt, ihr könnt euch das selber aufmischen, das geht auch, das habe ich auch oft. Ich denke mal, das war jetzt ein Zufallskauf, keine Ahnung, wo ich den her habe. Normalerweise spare ich mir das, Glasgel oder solche Geschichten zu kaufen. Wir haben alle klare Gele zu Hause. Und hier nimmt man dann halt ein dünn viskoseres und mischt sich das auf, so dass es transparent wird, wie man es braucht. Und soll ich euch was sagen? Das reicht mir jetzt wieder nicht. Ich muss mir die Flasche nochmal zurückholen. Ich muss mir nochmal was auftragen. Das ist mir zu wenig. Weil ich habe ja schon zwei gemacht für euch. Für Thumbnail und überhaupt für Fotos auf Instagram. Wie gesagt, da bin ich auch aktiv. Ich switche halt nur hier rüber, weil die Videolänge mir auf Insta einfach zu knapp ist. So, einfach wild drauf los. Dann nehme ich mir den helleren Ton noch herbei. Leg mir den hier ab. So, der wird jetzt wieder ein bisschen dunkler als die anderen beiden Vorgänger. Also da ist wirklich, wenn ihr sowas arbeiten wollt, das auf die gesamten Nägel machen, dann gebe ich euch wirklich den Tipp, macht jeden Step jeweils auf einen Nagel, weil sonst wird es doch zu unterschiedlich. Dann harmonisiert das Bild nicht. Ich zeige euch mal, meine sind etwas heller gearbeitet. Da habe ich auch eine Unterbrechung gehabt, und zwar zwischen dem Mittelfinger und diesem hier. Und der ist wesentlich dunkler. Hätte ich die jetzt alle nacheinander abgearbeitet und immer wieder ausgehärtet, wäre es ein bisschen harmonischer. Ja. Aber da muss man halt selber ein bisschen experimentieren, wie gleichmäßig, ungleichmäßig man das eben arbeitet. Weil das ist ja so die Herausforderung, weil ein Nagel nicht dem anderen gleicht. Ich tue das noch ein bisschen verblenden. Das ist wichtig, dass ihr das macht. Das reicht mir auch schon, das gefällt mir. So, zurück aus der Lampe. Ihr braucht das nur anfrosten. Ich habe schon wieder Gel auf den Finger. So, ihr braucht das nur kurz anfrosten. Das reicht.
Das sind ja alles dünne Schichten, die wir arbeiten. So, als nächstes muss ich jetzt mal schauen. Brauche ich meinen Schrottpinsel, wie ich immer so schön sage, weil das sind die besten Arbeitsmittel, mit denen man sowas eben kreieren kann. Ich habe jetzt hier noch eine Zwischenschicht mit dünnfließendem. Das nehme ich jetzt auch gerade hier mit auf. Dünnfließendes Gel, weil damit könnt ihr ja auch schon die Sache in sich fließen lassen. Das trage ich jetzt wirklich komplett auf. Dann nehme ich mir Weiß auf dem Pinsel, und zwar noch so ein Schrottpinsel. Wer das erste Video gesehen hat, hat ihn auch schon in Action gesehen. Und gehe jetzt hier rein, wie gesagt, in die Schicht des dünnfließenden Gels, sei es jetzt Versiegelungsgel mit Inhibitionsschicht oder eine Base, was auch immer ihr da habt, was dünnfließend ist. Da kann ich nicht auf eure Tische schauen. Das müsst ihr ausprobieren, was ihr habt. Ich nehme ein bisschen Cleaner. Man könnte natürlich auch hier die Ink Colors wieder nehmen. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier Videos drehe und habe hier einen Ink Color in Weiß stehen, ich kenne mein Talent. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, ich schlage dagegen und dann ist das ganze Gedöns auf dem Tisch und dann kriege ich, da kriege ich einen Hals. Das brauche ich nicht. So, verblendet, etwas ausgewischt, geht das Ganze in die Lampe. Nur kurz anfrosten. Schon wieder zurück. Gehen wir jetzt über und gucken mal, ob meine Schwitzi ausreicht, um Folie zu setzen. Und zwar nehme ich erstmal hier diese changierende. Davon habe ich ein Set, da sind mehrere drin. Ich nehme jetzt mal hier diese Flächen, die sich hier so flächenhaft. Die sind jetzt, ja, wie soll ich sagen, das ist abgeteilt, verschiedene Töne, so gelblich, lila, türkis, bläulich, grün schimmernde Bereiche, die flächendeckend sind. Also es ist jetzt nicht so wie eine andere Folie, die ich im ersten Video genommen habe. Die sah so ein bisschen aus wie, wie soll ich denn das beschreiben? Wie so eine Ölschicht. So, das reicht mir schon. Ich hoffe, die Kamera nimmt mir das hier auf. Es changiert. Und jetzt gucken wir mal, ob es noch reicht. Ansonsten muss ich leider einen Zwischenstep fahren. Ich probiere das immer aus. Reicht die Schwitzi oder reicht sie nicht? Ah, jawohl, da haben wir es schon. Das ist jetzt mehr so in die pinke Richtung. Die anderen zwei Tipps habe ich dunkler gearbeitet. Und jetzt kann ja nicht genug sein für uns, ne? Gold. Und das wirklich nur ganz, ganz soft. Ganz soft. Es verschwindet zwar dieses weiße, marmorierte, aber das ist nicht schlimm. Hier geht es um Schichten und wir hauen immer wieder eine Schicht drauf. Überhaupt kein Problem. Scheut euch da nicht. Experimentell das immer wieder mal auszutesten, wie weit man hier gehen kann. Ja, wow, genau. Da haben wir es. Also mit Weiß bin ich wieder rein. Ihr seht das ja im Bild. Ich ziehe mir das hier mit dem Cleaner. Verdünne ich mir das Ganze. So. Und da ist es jetzt ein bisschen irritierend, wo das Weiß auf einmal jetzt pinkig wird, aber das kann ich euch erklären. Das ist einfach, der Cleaner löst natürlich jetzt ein bisschen die Folie auf und dadurch haben wir aber wieder so eine tolle Optik. Das ist so ein Zufallsprodukt gewesen. Ja, es ist jetzt fast weg. Das ist mir aber noch zu heftig. So lasse ich es jetzt mal. Ich ziehe mir den Cleaner auch immer wieder weg, wie ihr seht, damit da diese Tiefe reinkommt. Gut, jetzt brauche ich aber meinen ganz zarten Nailart-Pinsel. Ich habe auch einen anständigen Pinsel, mit dem ich die feinen Linien zauber. Jetzt muss ich mich mal kurz etwas konzentrieren, damit ich das hier auf die Reihe kriege für euch. So, genau. So, damit ich mir das nicht wieder auflöse, werde ich jetzt nicht mit dem Cleaner reingehen, sondern mit dem dünnfließenden Haftgel, whatever. Ja, also ich habe wie gesagt hier ein Haftgel, dünnfließendes genommen. Damit könnt ihr auch retuschieren und verblenden, ja. Das ist ja logisch. Das ist ja nichts anderes, als würdet ihr ineinander mischen.
oder ein Glasgel jetzt in dem Fall herstellen. Das könnt ihr auch mit Weiß ausprobieren. Wenn ihr nicht immer, wir haben ja nicht immer, wir können ja nicht alles da haben, ne, am Tisch. Das geht ja gar nicht. Und deswegen, dann fange ich immer an, oh, hättest du gerne gemacht und kannst es nicht. Und dann fange ich an und probiere auszumischen und zu machen. So, der Kerl geht wieder in die Lampe. So, da ist er ausgehärtet und jetzt haben wir diese Wahnsinnsoptik. Und jetzt gehen wir da drüber und versiegeln das Ganze. Und damit ist der Amethyst geboren. Die Natur bietet uns so viele Designvorschläge. Wir brauchen einfach nur einen Spaziergang machen und einfach mal mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das ist die Blume am Rand, sind die Farben, wenn jetzt der Frühling losgeht, diese Explosion an Farben, das macht doch Spaß. Da können wir immer was mitnehmen und wir können voneinander mitnehmen und lernen. Und deshalb mache ich das jetzt hier auch, weil jeder hat immer unseren anderen Clou. Und das bereichert uns. Und das ist auch wichtig, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern füreinander uns unterstützen. Wie auch immer. Gerade jetzt brauchen wir Unterstützung. Mein liebes Wort. Ja, ich mag das nicht, wenn Nageldesigner sich da gegenseitig runterputzen. Habe ich auch alles schon gelesen und mitbekommen. Ist traurig. Da kann ich nur sagen, wir sind alle Individuen. Jeder hat, vor allem hat jeder Nageldesigner, das möchte ich mal sagen. Ich schicke das Ding gerade in die Lampe und quatsche euch dabei noch ein bisschen zu. Jeder Nageldesigner hat seine eigene Handschrift. Ob das die Modelage ist, ob das die Kunst auf dem Nagel ist, ob das diese Individualität an Mischen, ja, habe ich übrigens auch von einer YouTuberin, habe ich das so für mich mitgenommen, dieses einfach hinsetzen und einfach mal mischen. Da kommen halt die schönsten Sachen raus. Ich habe es im ersten Video auch schon gesagt, seid da wirklich mutig, ja. Mehr als schief gehen kann es nicht und dann fliegt der Tipp halt in die Ecke. Ja, aber wie gesagt, ich mache das hier wirklich zur Inspiration. Für alle da draußen, die die gleiche Leidenschaft teilen, wie ich sie hier mir auslebe an meinem Nageltisch. So. Ja, ich hole den mal schon mal raus im Vergleich einfach mal zu den vorherigen, die ich gearbeitet habe. Ja, ein lustiges Ergebnis dadurch, dass die Folie sich durch den Cleaner natürlich auflöste und dann aber auch ins Schwimmen geraten ist durch die Fließschicht, die wir noch hatten. Sieht der jetzt sogar so ein bisschen in Richtung, ja, es wirkt bei mir so ein bisschen neonartig. Aber wie gesagt, probiert euch da aus und manchmal reicht auch nur so ein Schmucknägelchen. Warum nicht? Also gut, ich habe es jetzt mal hier wieder knallen lassen, weil ich hatte einfach Lust drauf. Es hat mir so einen Spaß gemacht, diese Arbeitsgänge zu machen. Und ja, damit möchte ich eigentlich schon zum Ende kommen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, fühlt euch inspiriert und setzt euch hin und probiert es aus. Die dritte Folge wird dann in auch eine meiner Lieblingsfarben enden. Da gehe ich wahrscheinlich, wenn ich das jetzt richtig sehe, auf Blau ein. Mal sehen, welche Steine sich da die Natur ausgedacht hat, dass ich sie auf den Nagel zaubern kann für euch. Ja, freut euch drüber. Da kommt wieder was. Fühlt euch gedrückt. Und wenn ihr euch. Ja, wenn ihr euch dazu bewogen fühlt, dann schreibt doch was unter die Kommentare. Ich würde mich freuen. Würde mich auch über ein Däumchen freuen. Ich würde mich über ein Abonnieren freuen. Unterstützt mich doch mal hier auf YouTube kräftig, denn auf Insta bin ich gar nicht mal so schlecht dabei. Ich möchte jetzt nicht unbedingt ein Riesenspektrum an Abonnenten haben. Ich möchte euch einfach was mitgeben. Ja. Also, fühlt euch gedrückt, bleibt in eurer Mitte, schafft euch Wohlfühloasen und ja, ich glaube, ich höre jetzt auf zu schnacken, weil ich krieg Wortsalat. Also, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Tschüss!